Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr habt es im Titel schon gelesen, Stromausfall in meinem E91. Ich sitze gerade auf dem Beifahrersitz. Ganz, ganz ungewohnt und ich erkläre euch mal, wie das passiert ist. Eigentlich extremst dumm, aber naja, was soll man machen. In dem Zuge rate ich euch, habt unbedingt immer ein bisschen Musik hier von eurem USB-Stick oder so auf eurem Autogerät. Musiksammlung nennt sich das bei BMW. Damit ihr Musik hören könnt, weil bei mir sind die Zigarettendinger ausgefallen, also der Strom im Auto und dadurch ging natürlich auch der Bluetooth-Adapter nicht mehr. Ich konnte mein Handy nicht mehr laden. Belastend und jetzt erzähle ich euch mal, wie das passiert ist. Und zwar, ich habe ja hier, gut, das wisst ihr gar nicht, ich habe hier an der Interieurleiste ein bisschen was gemacht, weil hier dahinter dieser Clip, der da drin ist, kann ich euch gleich mal zeigen, der war kaputt. So, und da habe ich die ganze Interieurleiste hier abgebastelt. Und wie ihr hier schon seht, ja, das Ganze ist extrem locker hier, weil hier fehlen diese Stifte. Es gibt solche Stifte dafür, die man dann in die Interieurleiste so einhakt und die man dann in diese Clips reingedingst werden. Und dabei ist mir einer so weggeflogen wie und ist mir, und ich wusste halt nicht mehr, wo der ist. Und irgendwann im Fitnessstudio oder nach dem Fitnessstudio, wo ich zu meinem Proteinshake greifen will, merke ich hinten rechts, dass dort dieser Stift liegt. Kann ich den Stift mal zeigen? Das ist dieser Stift. Und diesen Stift habe ich hier so reingelegt, damit ich den dann wieder... Wartet. Den habe ich hier so reingelegt, damit ich den dann wiederfinde. Und irgendwann ist der in diese Buchse reingewandert und war dort unten richtig verkeilt. Und ich vermute jetzt, dass der dort zu so einem Kurzschluss geführt hat, dass die Sicherung durchgebrannt ist. Das heißt, als allererstes, bevor wir jetzt irgendeinen Müll machen, tue ich jetzt erstmal das hier wieder reinklipsen. Ich hoffe, ich kriege das hin mit einer Hand. Ihr seht, das ist auch überhaupt nicht locker oder so. Jetzt muss ich mir das einklipsen können. So, das hält wieder drinne, Freunde. Das macht euch genauso glücklich wie mich. Das freut mich. Seht. Bissel. Aber das Teil hält wieder drinne. Und in diesem Atemzug werde ich jetzt zum Beispiel diese Schraube hier reinschmeißen. Und alles, was theoretisch hier reinpasst, diese Waschmarken passen nie hier rein. 50 Cent passen auch nie hier rein. Und der Sparkassenchip passt auch nie rein. Also Geldmünzen können dort weiterhin liegen bleiben. Das ist sehr, sehr praktisch, weil hier ist ja so meine Gymkarte und so, halt ein Labello. Ich habe immer extrem trockene Lippen, für alle, die es interessiert. Lul. Direkt das Ding rein. Warte mal, ich probiere mal was. So. Das geht auch so. Das ist nie gut. Ich nehme mal was anderes. Der hat nämlich auch einen Sinn, Freunde. So, perfekt. Der kommt hier drauf. Kann ich auch mein Handy drauflegen, das passt alles perfekt. Ich könnte euch jetzt noch mal zeigen, dass das nie funktioniert. Ihr wisst, der Dächer hat so eine blaue LED hier. Die müsst ihr ja jetzt angehen hier, ne? Seht, leuchtet gar nichts, kann ich euch mal am Ende mal zeigen, dass das blau leuchtet. Also, ich hoffe, dass ich das jetzt hinbekomme. So, wie komme ich jetzt so dran? Ich habe keinen Plan, ich sag's euch ehrlich. Ich weiß nur, dass das hier unten sein soll. Und, dass ich mich... Alter, ich habe ja noch so viele Kaugummis. Alles hier, also... Ich bin gut vorbereitet. Und ich weiß, dass ich in dieser Bordmappe hier nicht viel finden werde, also mich nie zurechtfinden werde, weil das ja alles ja, italienisch ist. Ist ja ein Italien-Import, das wisst ihr ja. Für alle Leute, die schon länger auf dem Kanal sind. Ich gucke jetzt mal mit der Cam. Also die Belichtung ist natürlich jetzt hier mega wack. Dieses Gefilde, das macht mir Spaß. Ja, perfekt. Jetzt haben wir dort eine riesige
Anlage, perfekt. Perfekt. Ich freue mich, ich bin ehrlich, ich könnte jetzt euch sagen, ich suche jetzt nochmal in der Mappe hier rum und ja, gar keinen Plan, wo das ist, aber ich habe natürlich einen Plan. Ich habe nämlich mal geguckt, schon vorher im Internet, weil ich nämlich eigentlich gar nicht ganz so lost bin, wie ich immer sage. Ich weiß, ich versuche, ja, perfekt. ISO 12800 ist natürlich nie ganz so strong, man. Ihr seht gar nichts, ne? Ich sag's euch einfach. Also F30 sind 12 Volt Steckdosen, Zigarettenanzünder vorne. Da gibt's nämlich im Internet so eine Liste. Oder die gibt's auch wahrscheinlich im Handschuhfach, also in diesem... Moin, jetzt seht ihr meine Bilder. Hier sind meine Bilder. Nee, kann ich nicht zeigen. eigentlich müsste das in der Boardmap hier mit drin stehen, irgendwo so eine Liste. Aber ihr Freunde, Internet ist euer Freund und Helfer, was das angeht. So, genau, F30. Was ist ein F30? F30 ist ganz oben. Alter, ich muss jetzt hier reinkriechen. Ne? Freunde, ich gebe euch einen riesen Tipp. Also dort, wo F30 sein soll, ist schon mal sind schon mal zwei Sicherungen hier drin. Das ist schon mal top. Dort sind 5 Ampere Sicherungen drin. Ist das 5 Ampere? I fucking got it. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Es ist halt auch wieder nie beschriftet. Das finde ich schon wieder supi. Aber für mich geht es ja deutsche Zahlenfolge von links nach rechts. Und da wäre ganz links F26 und ganz rechts F30. I fucking got it. Beifahrersitzheizung kann ich schon mal nicht haben. Alter, ich krieg schon wieder solche Aggressionen, ne? Ich habe auch nie so diese, es gibt ja diese smalle Zange. Die habe ich halt auch nie mit jetzt. Alter, das ist wieder Endgegner. Sicherung tauschen, ne? Denkt man sich immer so, ja, tauschen wir vielleicht die Sicherung, kein Problem. Ich glaube, ich habe auch gar nicht so eine kleine hier da. So, jetzt habe ich schon mal die erste. Die ist gut, die erkennst du doch an diesem Draht hier drin. Ich habe ja F26 gezogen jetzt. Seht ihr den Draht da drin? Die Kamera, die hat schon wieder richtig Bock, Kappi. Und? Alter, ich raste halt noch so aus, ne? Ja, ihr seht, der Draht ist noch intakt. So, nee, dann legen wir die erstmal hier ganz behutsam hier hin. Und nehmen uns die nächste vor. So, sieht doch in Ordnung aus. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Bin ich blöd oder was? Wenn die alle noch ganz sind? Okay, ich habe nur eine, habe ich noch, aber hä? Kann mir jetzt nie vorstellen, dass das die ist. Perfekt. Die ist auch ganz. Ja, moin! Och, nö. Defekte Sicherung herausziehen. Eine Kunststoffklammer befindet sich im Sicherungskasten im Handschuhfach. Die sagen mir aber auch, die wollen mir auch die Belegung nicht nennen. Und hier soll eine Kunststoffklammer drin sein. Ja, na, die gibt's bei mir auf jeden Fall nicht mehr. Oder bin ich zu blöde? Doch, die gibt's bei mir. Bin ich kiffig? Jetzt brauche ich halt nur eine grobe Richtlinie, was ich ungefähr raussuchen soll. Die 12 Volt Steckdosen sollen auch eine 20er sein. Ha, das hilft mir natürlich schon wieder weiter. Die Bildqualität ist echt anders kacke. Aber ihr wollt ja immer mit dabei sein. Was soll ich machen? Alter, du siehst es halt doch nicht. Dieses Small, Digga, das fuckt mich ab, ohne Scheiß. Hä, was ist denn das für ein Kack? Wer hat sich denn das einfallen lassen? Ich lass mal so eine richtig kleine Luke machen. Ich komme hier nie rein, ich bin einfach zu spastisch dafür. Alter. Alter, nee, ne? Das geht. Hä, Alter, das ist ja mal richtig beschissen gemacht. Ey, da hat der mal einer richtig fett Lack gesoffen. Ey, das sag ich euch so, wie es ist. Mann, hier hält nicht drin. Das ist so, Alter, da hat die Aggression. Wie willst du hier was sehen auch drin in diesem Mistbunker hier? Diese, bauen die mal eine kleine LED ein hier? Nö. Warum auch? Können sich schon kümmern, die Idioten. Junge, das ist so dämlich gemacht, ey. Hier, guck dir das mal an, wie du hier reinklettern. Ey, Alter, hätte mir einer gesagt, du schwitzt, wenn du Sicherung wechselst, ne? Hätte ich dem einen Vogel gezeigt. Wenn mir jetzt einer sagt, er hat geschwitzt, wenn er die Sicherung wechselt am E90, sage ich ihm, ja, ich fühle dich, Bruder. So. So, der letzte. Ich hab's geschafft, Freunde. So, jetzt brauche ich bloß noch 20er. Da haben wir oben zwei und unten zwei. Ja, perfekt.
So, wo ist jetzt dieser Schwule hier hin? Der hier. Das Ding ist gut. Ich hab ihn. Ha! First try, bitches. Ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam. First try, ich hab ihn. Ich hab ihn. Sieht man das? Ja, Alter, die Cam, die hat richtig Bock auf mich. Ja, ja, der ist durchgepfeffert. I'm so excited. And I just can't hide it. Ich mach mal ein Bild für euch. Weil die Cam hat ja keinen Bock drauf. Ja, die andere Cam hat auch keinen Bock drauf. Ey, sag mal, können diese Kameras von heute einfach auch einfach irgendwas fokussieren? Oder sind die zu blöde dafür? Henry, fokussiere doch diese Scheiße jetzt! Alter, ich krieg's nicht anders fokussiert, ne? Dem Ehen siehst du es ein bisschen. Alter, ich weiß nicht. Ohne Scheiß, die Kameras, die kannst du lassen. Ich weiß, verstehe ich nie sowas. Auf dem siehst du es ganz gut. Die Sicherung ist durch, ich guck mal, ob ich was anderes finde. Eine andere Zwanscher. Ja. In meinem Repertoire. Pepe ein, ja. Scheiße hier, was ist denn das für eine Kacke? Wieso hä? Fokussieren, danke. Wieso verkauft man zwei verschiedene Sicherungen? Oh, jetzt habe ich die Sicherung nicht. Alter, ich sterbe hier wirklich weg. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo die drinne war. Ich muss mir mal das Video angucken. Ach, Mann, Rico. Alter, ich kack mir ein. Ich kack mir wirklich ein, Freund. Ich muss hier wirklich irgendwann in die Tanke fahren und gucken, dass ich so eine scheiß Sicherung finde. Ich rast aus. Den hier. Scheiße hier. Kacke. Alter, wie sehe ich denn aus? Letzte Mensch, ey. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, Freunde, lernt aus meinen Fehlern. Lernt aus meinen Fehlern. Lasst die Scheiße. Tut nie irgendwelche Nägel, Schrauben oder sonst was dort reinhalten. Das ist nämlich Kacke. Alter, ich muss wirklich zur Tanke jetzt fahren und... Ich hab keinen Bock mehr, Freunde. Ich save 10er, dass wieder niemand sowas hat, ne? 10er. 10er. Freunde. Freunde, ich war gerade in 3 Tankstellen und nur eine Tankstelle konnte mir heute auf dem Freitag, Ostern, diese Sicherungen verkaufen. Waren auch die letzten, also Niceness. Und dort seht ihr schon die gelbe. Die brauche ich. Genau. Und das wird natürlich auch standesgemäß, sage ich mal, vorm Obi gemacht. Freunde, der E91 Duftbaum, der wertet meinen Innenraum auf und schützt euch vor solchen Müll, den ich jetzt hier machen muss. Ja, Obi-Parkplatz, Freunde, auf dem Freitag zum Feiertag. Wie spät ist es? 18.58 Uhr. Genau so lobe ich mir das, Freunde. Genau so lobe ich mir das. So, Alter, das ist ein Freund. Genau, alles nur für den Bluetooth, für die Bluetooth-Verbindung. Kriege ich das jetzt so hier rein? Nee, ich muss rüber gehen. Freunde, ich gehe rüber. Oh, so, Freunde. Hier laufen irgendwelche Leute spazieren. Freunde, mir ist das mittlerweile so scheißegal. Ne? Wenn mich hier mit der Cam sieht, das ist alles mittlerweile. Ich bin einfach schon ein richtiger YouTuber geworden, ey. Ist einfach schön. So. Den ganzen Fick hier abmachen. Das Papier. So. Und dann einfach, die haben bloß eine 20er hier drin, ne? Ich habe gerade 3,20 Euro für eine 20 Ampere Sicherung ausgegeben. Und das war auch die letzte. Das heißt, wenn die jetzt direkt wieder durchfliegt, kann ich mich einfach auch löschen gehen. Ja. Das haben wir mal so auf den Punkt gebracht jetzt. Aber das ist natürlich auch keine... Freunde, man braucht natürlich auch dann keine Bedenken haben. Ne? Warum auch Bedenken haben? Alter, jetzt muss ich mich hier ver... Ich kann mich jetzt hier nicht draußen hinlegen, wie ich es in der Garage gemacht habe. Ich muss ja jetzt hier... Alter, ich sehe es auch nie. Scheiße hier. Digga, wenn hier jemand zuguckt, der denkt hier... Ich sehe es nicht. Fuck. Ich sehe nur die 5 Ampere Sicherung. Tue ich mich jetzt hier draußen hinknien, wie so ein richtiger Spast. Scheiß drauf. Freunde, wie kommt denn das an bei den Chicks hier? Ohne Bluetooth, ey, die denken, ja, Kunde, Digga, lebt der Kunde hinterm Mond oder was? Da muss das jetzt fix noch repaired werden. Auf. Digga, ich mach das ohne diese ekelhaften Klemme. Drinne ist er.
Trainer, Freunde. Trainer. Ey, ich fühle mich ja schon wie die Hamburger Jungs hier eh auf dem Dings-Parkplatz hier, auf dem Obi-Parkplatz. Wir haben die Cars Rear. So, Zündung an. Freunde. Wuhu. Wuhu. Es leuchtet blau. Woo. Ja, jetzt kommen wir hier. Hören wir auf zu hexen jetzt hier. Sag ich mal, warte mal. Wir basteln das jetzt. Schön, es funktioniert. Top. Aber Schritt für Schritt. Latte Macchiato, Pastillen. Die nie so gut schmecken. So. Haben wir nochmal Alternativen hier. Ihr wisst das, Freunde. In der breite Auswahl an Kaugummi, das ist unglaublich. Jetzt habe ich den hier vergessen. Nee, ne? Nee. Da habe ich jetzt kurz überlegt, das alles nochmal auseinanderzufüllen. Vielleicht. Taschentücher kommen hier rein. Ich muss hier mal stark bremsen, deswegen liegt der ganze Müll hier unten. So, Sicherungen sollte man natürlich immer im Fahrzeug haben. Ich lege die jetzt einfach mal mit hier rein. So. Die werden ja nicht schlecht da drinnen. Ist das ja dann eh gleich weg, oder? Mann. So, was mache ich mit der alten Sicherung? Gibt's hier Müll? Ey, die haben die Mülleimer abgebaut, die Idioten. Ja, was ist das für eine Scheiße? Das für eine Kacke. Ja, wo soll ich denn jetzt das hier hinschaffen? Scheiß auf. Hier liegen nur wichtige Dokumente. Ja, scheiß auf. Alles gar nicht so einfach hier. So, Freunde, kann ich das hier wieder verkabeln? Alter, das kannst du niemandem erzählen. Ah, Freunde, it's a big moment of life and all of this other stuff, you know what I mean? It's wirklich a really big moment. Ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, weil mit dem hier, mit der Musiksammlung, weil du bist nicht so oft so am Handy, so, weißt du, ich meine? Ich fand das eigentlich gar nicht dumm. Aber naja, okay, ich meine, ich sag mal, ihr kennt das ja selber. Freunde, an der Stelle kann ich euch nur die Pumping in Your BMW empfehlen. Da sind wirklich sehr, sehr nice Lieder drin. Oh, das ist ein schönes Gefühl. Oh! Gangster till I die, Junge. Gangster till I die. Gangster. Where are you going? So I like birds so much. Gunshots been trying to kill my vibe. Hui. Freunde, ihr seht die Musik, die rennt wieder in diesem Kfz und ich mache jetzt hier, hör auf jetzt hier einen auf Gangster zu machen, Freunde. Ja, es ist natürlich wieder meine Reparatur gelungen an meinem Kfz. Ohne Fusch. Habe ich gefuscht? Nö, ne? Ich und Fusch. Freunde, das hätte man alles vermeiden können. Befolgt meine Tipps. Schaut euch gerne das Video nochmal an, wie ich hier Musik auf das Auto gepackt habe. Weil ohne dem, Freunde, wer hört sich heutzutage Radio an? Ist doch absoluter Schmutz. Holt euch so ein paar 1-2 Stunden Remixe, da seid ihr wirklich gut aufgestellt. Und in solchen Momenten mal, wie bei mir jetzt, wenn hier sowas ausfällt oder so, seid ihr sehr, sehr gut bedient, Freunde. Ich würde sagen, ich kann jetzt wieder die Chias mit meinem Pluto beeindrucken, mit meinem 20€ Pluto-Adapter. Digga, das ist echt, das ist der so reale Content einfach. Das ist der reale Content, Freunde. Freunde, okay, ist gut jetzt. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut dir noch ein schönes weiteres Video an. In diesem Sinne, Regenrinne da rein und...